Hey Leute, willkommen zurück zu Majora's Mask 3D mit der geilen Kamerasteuerung. Und Leute, wisst ihr was, bevor wir in den Tempel gehen, ist mir noch was eingefallen. Da guckt man so auf die Uhr und denkt sich, hey, warte mal, ist jetzt nicht gerade jemand aktiv? Oh ja, und den will ich nochmal schnell besuchen, denn es gibt nochmal eine Maske. Und warum nicht? Ich meine, mit der Maske fangen wir nichts Großes an, da ich ja, wie gesagt, hier keine Herzteile sammeln möchte. Was irgendwie schön ist, weil dann erspart man sich viel, naja, was vom Spiel dann doch ein bisschen dröge ist, aber okay. So, wo ist denn da der beste Ausgang für? Ihr kennt ihn alle, Leute. Ich hoffe es, naja, also vielleicht ist das ja auch wieder ein Fan, aber ich hoffe, der ist jetzt nicht so in seiner Situation wegen meinen Videos. Na, mal schauen. Hallo Wachmeister, warum hast du so eine Angst? Umklammert seine Lanze, als hinge sein Leben davon ab. So, wir sind genau richtig, alles klar. So Leute, hört ihr es? Man kann es vielleicht sogar schon hören. Nein, nicht das. Das ist Enemy Sound. Da hinten ist er. Da ist er. Oh Mann, dieser Typ, ey. Uppala. Oh Gott, der ist auch einer der unheimlichsten und creepiesten. Ich meine, Alter, wer ist denn das? Guckt ihn euch an. Der sieht aus wie so ein Außerirdischer. Hallo, Sir? Ach ja, ich tanze hier für die YouTuber, dass sie alle glücklich sind und viele Abos bekommen. Aber in letzter Zeit scheint mein Tanz nicht mehr zu wirken. Was soll ich nur tun? Kann mir denn niemand helfen? Komischer YouTube-Dancer Kamaru. Ins Notizbuch eingetragen. Ach du Scheiße. Sir, Sie haben, glaube ich, ganz andere Probleme. Kann das sein? Egal, ich helfe Ihnen mal. Mit natürlich der Hymne der Befreiung. Dem Lied der Befreiung. Sorry. Und ja, irgendwann werde ich alle Lieder auswendig können. Auch mit dieser 3DS-Tastensteuerung. Oh, lass meine Tanz für die YouTuber sich über die ganze Welt erstrecken, über das gesamte Internet. Danke dir, mein Freund. Oh mein Gott, Kamaru's Mask. Benutze die Maske, um der Welt zu zeigen, wie krass YouTube ist. Ob ich das wirklich machen sollte, ich weiß nicht. So. Dankeschön, ich bin der Nachfolger des Tänzers. Vielen Dank und dir viel Erfolg noch mit deinem YouTube-Channel. Tschüss, Mann. Boah. Holy shit. Da hat sie ihn einfach zerrissen. So, das wollte ich nochmal ganz schnell erledigen. Jetzt können wir uns aber den Tempel vorknöpfen. Da war auch so schön, dass im Tempel sind ja auch so eine kleinen Checkpoints, glaube ich, verteilt. So, hups. Und natürlich holen wir uns auch alle Feen. Oh Mann, ich muss mal lernen, dass man das skippen kann. Ich sollte diese Animation wirklich einfach skippen. So, okay. Na dann, zack, Deko Marcel. Und rüber da. Ach, auch so schön, dass wir auch so einen kleinen Balkon hier gemacht haben, damit man besser drauf landen kann. Weil im Original war das ein bisschen knapp. Und auch wenn man hier rumrennen kann, hier ist nichts weiter von Bedeutung. Sollte es jedenfalls nicht. Oder ist im Remake irgendwas anders? Der Dämmerwald Dungeon. Sehr schön. Und hier sieht man richtig schön der Zwischenspeicherpunkt, wenn man denn möchte. Oh, noch eine Fee, geil. Aber nein, nicht so eine normale Fee holen wir uns. Nö, wir holen uns die schönen grünen. Ach ey, im Original waren es ja hier die rosanen Feen. Ups. Und da unten, nee, das sind keine Feen da unten, das sind böse Wesen. Zack, feine verirrte Fee Nummer 1. So, und die andere natürlich, ups, holen wir uns mit der Feenmaske. Ganz easy und locker. Die Feenmaske mit ihrer geilen Fähigkeit, die Feen anzuziehen und uns außerdem zu zeigen, wenn noch Feen im Raum sind. So, ja, haut mal ab, ihr euren Spinnen, ich hab keine Angst vor euch. So, so, so. Jetzt habt ihr eher Angst vor mir, Mann, mit diesem Face. Guck hier. Zack, Alter. Da ist er. Zack. So. Und die Haare funkeln nicht, also ist hier alles erledigt. So. Oh, Alter, hier stinkt's wie in deiner Aufnahmebude. Ey, kannst du doch gar nicht wissen. Egal. So, schön mit dem Dekostab her. So, da muss ich ja nicht lang. Oh, hier ist alles voller Feen. Ich weiß ja, wo man zuerst hingeht, ne? Ups. Man muss aber mal aufpassen. Oh, Fee Nummer 3, sehr schön. Ich habe schon lange diesen Dungeon nicht mehr casual gespielt. Aber deswegen, das ist ja nun mal die Aufgabe hier. 100% des Dungeons muss sein. So, holen wir uns erstmal. Ups, so. Ups. Standard-Equipment, Leute. Naja, natürlich. Flupp. Ups. So, und... Oh, wartet mal, stimmt, die haben ja hier die... Hier ist ja der Bienenkorb, wo eine Fee drin ist. Der ist ja gar nicht mehr hier.
Und an der Stelle, wo man es erwarten könnte. Ey, aber das sieht hier so schick alles aus. Guck mal im Remake, ey, richtig cool mit dem Deku-König. Und hier würde eigentlich so ein Bean-Cop hängen. Aber das haben sie hier so schick gemacht. Ach, jetzt hängt er da oben. Ja, viel besser. Viel besser, dass die Fee jetzt da oben hängt. Oh, ey, das ist so hübsch hier alles. Ups. Man muss auch wirklich sagen, die haben sich wirklich bei dem Remake sehr, sehr viel Mühe gegeben. Es gibt ja auch Remakes, die werden so hingeklatscht oder sowas, ja. Aber hier tatsächlich wussten die, okay, das Originalspiel, muss man sagen, wurde an sich gewascht. Das wurde sehr, sehr schnell produziert. Unausgereift an manchen Ecken. Und hier bei dem Remake haben sie diese ganzen Ungereimtheiten halt echt super geil verbessern können. Und ich finde das super cool. Oh, oh. Ich kann ja gleich Deku bleiben. Oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah, instant kill. Boah, double instant kill. Die alten Schildkröten. So, da sind noch eine dritte. Schwirben. Na komm her. Komm. Shit. Alter. So. Ach, die Musik ist hier so geil. Und an sich ist ja der Tempel, ja, man könnte natürlich schon ein bisschen bei Majora's Mask sich so ein bisschen wundern, weil der erste Tempel ist natürlich sehr, sehr leicht. Ach, wie schön, die Karte. Weil er ist ja an sich natürlich sehr, sehr leicht, weil er dient ja auch so ein bisschen als Tutorial-Dungeon. Wenn man denn jetzt aber weiß, dass das Spiel an sich nur 4 Dungeons hat, das ist natürlich schon ein bisschen von wegen, was soll das denn? Das ist ja richtig wenig, denn. Nur so 3 richtige Dungeons. Ja, aber ne, manchmal liegt auch einfach die Würze in der Kürze. Und das Spiel bietet halt, es legt halt schon eher Hauptaugenmerk auf die Sidequests, die wir natürlich jetzt hier größtenteils ignorieren. Außer für die Masken. Wow, wow, wow. Aber was soll's. So, hier war auch noch eine Fee drin, ne? Yeah, yeah. Zack. Schon Nummer 4. Los, lass uns rein jetzt. Oha. So, geht der alte Trick noch? Jupp, hier einfach rüber. Oh, Alter, dieser Block sieht aber nicht allzu schwer aus. Schieb ihn einfach weg. Okay, obwohl du nur kleine Stummelarme hast. Und im Zweifelsfall nicht mal Finger. Okay. So, jetzt ist hier noch eine Fee drin. Oh, Mann. Hier, Mann. Und tschüss, Mann. Instant Kill, One Shot. So, und damit haben wir jetzt schon ein Drittel aller Feen. Es gibt ja 15 Stück, wie ihr wisst. So, oh Gott. Und jetzt muss ich hier wieder mit dem Stab rumhantieren. Oh, ich hab nur 2. So, Feuermotten. Die Musik. So. Tada! Tür ist open. Aber hier geht's an sich nur zum Kompass. Oh, shit. Der war gut bewacht ist von... Ja, keine Ahnung. Von Lappen. Ey, du, komm mal runter hier. Du Elektro-Heini, ich hab ein Stahlschild. Warte mal, Elektro und Stahlschild, das ist nicht gut. Oh, blockt aber trotzdem ab. Instant Kill. So. Noch Fragen? Nö. Tada. Ja, die Zwischenbosse sind hier ein bisschen lame. Es ist einfach nur eine Anzahl von Gegnern. Aber ich finde die Gestaltung hier so hübsch. Das sieht richtig cool aus. Die Truhen sind alle so schön neu und ach, Mann. Da kommt einfach Freude auf. Bums. So. Ach, guck mal, hier sind jetzt gar keine Motten mehr. Oh Gott. Hier war noch ein Stab her hier. Als Reserve. So, ich glaube, hier ist auch eine Fee nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Eine Fee, die ja eigentlich unter Wasser war. Ey, cool, die Feuermotten kommen gar nicht. Ah, doch. Warte. So. Nein. Oh, shit. Oh Gott. Okay, das war gerade krank. Das war sehr krank. So, weil eigentlich ist ja da eine Fee ist ja eigentlich hier unter Wasser, wie man es später holen kann. Ich glaube, die gibt's hier gar nicht mehr. So, warte mal, lass mich mal ganz schnell die Bienenkörbe abballern, weil da sollte auf jeden Fall eine Fee drin sein. Ist das der richtige? Ha, der richtige. Okay, gut. Dann ignoriere ich mal den anderen. Weil da kommen nur Wespen raus, ich hab keinen Bock drauf. So. Tada! So, wer die Fee kommt, schnell hier rüber. Wow. Hab's da. Nein! Oh, weia. Oh Gott. Toll. Ah, ich hab die Fee bekommen. Ah, Nummer 6. So, und seht ihr, jetzt leuchten die Haare nicht mehr. Das heißt, jo, keine Fee mehr da. Obwohl ja eigentlich im Original noch eine war. So, mein war da gerade schlecht. Ich muss ja echt aufpassen.
So, cool, die Motten sind hier weg. So, so, zack. Rüber. Geil, Link. So, und straight rüber. Geil. Und da kommen die Motten schon wieder. Oh. So. Schnell Feuer aus, Feuer aus. Oh Gott. Was bist du denn hier, Mann? Was willst du, Mann? So. Okay, gehen wir weiter. Alter, wie nur diese Horrormucke ist, ey, nur wegen den scheiß Viechern. So. Pass auf, Mann. Ich spüre sehr viel Böses. Was, Böses? Das ist so eine Spöse. Guck mal hier. Instant Kill, Alter. Oh Gott. Instant Kill. Oh Gott. Instant Kill. Instant Kill, Mann. So, schön hier alle killen. Dann die bringen ja hier eine Fee. Boah. Tja. So macht man direkt die Instant Kills. Oh Gott. So, und noch eine Fackel, bitte. Ja. Oh, wie schön sind sie mit den Mottenmustern und so weiter. Oh, oh Gott. Oh Gott. Tschüss, Mann. Was bist du denn? Tschüss, Mann. So. Okay. Noch mehr? Wo sind sie noch mehr? Wartet. Upsala. Oh. Ach, man muss sogar die Pflanze noch killen, damit es wirklich gilt, dass alle Gegner hier besiegt worden sind. Für eine weitere Fee. So. Ah, sehr schön. Das ist Nummer 7. Ach, herrje, der Raum hier. Ja, okay, aber ich... Warte, hier ist eine Fee. Hier ist irgendwo eine Fee. Oh Gott. Warte mal, etwa bei... Warte mal, ist das hier etwa bei den... Warte mal, nee, die war unten. Warte mal, die war hier unten. Dass er auch mal irgendwie einen Grund hat, hier runter zu gehen. Ah, sehr schön, sehr schön. Ich wollte gerade alle Büsche mähen, aber nee, ist einfach hier. Das ist die, die halt echt umgetauscht wurde. So, komm mal her, du Scheiß, wie du nervst eh nur die ganze Zeit. Klick dich mal lieber jetzt schon. So. Das greifen mich nur an und ich fall runter in den Tod. Na? Na? Oh Gott. Na komm, komm, komm. Oh mein Gott, es ist der zweite Tag. Ist mir doch egal. So. Jetzt ist hier aber... Gut, keine Fee mehr da, alles klar. Die Musik. So. Deko Link, bereit zur Stelle. Flops. Haps. Ist auch wieder sehr schön, dass sie sich erst bewegen, wenn man drauf ist. Ja, Leute, fallen wir in eins der Löcher da unten, landen wir auch gleich ein ganzes Stockwerk tiefer. Nicht so gut. Jawohl, man kommt jetzt auch schnell wieder hoch. Ist ja alles erledigt. Ist es ja alles schon offen. Also an sich, es kann nichts passieren. Hui. Bum, 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 badam, bum, bum, bum. So. Und außerdem machen wir jetzt sowieso gleich eine schöne Abkürzung. Abkürzung, bitte, sofort und danke. Na perfekt. Alles klar. Taja, ich brauche deine Tipps nicht. Ich weiß doch, was hier los ist. So, da hinten ist noch eine Fee. Warte, die hole ich mir aber gleich. So, jetzt haben wir hier den Bienenkopf. Warte, hole ich mir aber auch gleich. Denn ich weiß ja, was jetzt kommt, ne? Dann mache ich mir das gleich mal ein bisschen einfacher. Ah, die gute alte Deko-Nuss-Deko-Stab-Kombo. Das hält niemand aus. Nicht mal dieser richtige Zwischenboss. Alter Schwede, man guckt euch den mal an, Alter. Und tschüss, Mann. Toller Zwischenboss, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber umso toller ist die Belohnung. Let's go. Zeig mal her. Oh, der Heroenbogen. Sehr nice. Damit kannst du jetzt ganz vielen Leuten den Schädel spalten. Cool. Und Monster natürlich. Vorzugsweise bitte nur Monster. So, dann gib mal her. Zack. Ja, das ist der erste Tempel an sich auch bald durch. Schon krass, wie schnell das einfach gehen kann. Aber leider innerhalb von einem Part ist er leider nicht zu schaffen. Lass mal hier die Fee. Zack, komm mal her. Und dann hier. Zack. So, verirrte Fee Nummer 9. So. Schöne Abkürzung. So schnell. Wartet. Als Deku-Knabe muss ich da hin. So. Oh, Alter, richtig knapp. Hält sie noch richtig knapp fest und weg ins Tod. So, ich finde es schön, dass hier zwei Zwischenbosse, naja, quasi gegenüber wohnen.
Aber was soll's? Wer ist das denn, Alter? Yeah! Wer bist du denn? Oh oh, er hat seine schielende Schildkröte dabei! Miau! Miau! Buben! Komm mal her, Kumpel! Ja, ich finde den geil. Ah, die haben den auch. Die haben den auch viel langsamer gemacht. Wenn er so auf einen zugefahren kommt. Oh Gott! Er ist schlau, er hat das Ding blockiert! So, wo ist er? Taya, schnapp ihn dir! Oh! Schlitz! Naja, okay, Schlitz ist vielleicht ein bisschen falsch. Aber ihr wisst schon, Leute. Und sagt Tschüss, Mann! Oh mein Gott, bin ich froh, dass ich nicht nach all den Fröschen suchen werde, weil die ja nur ein Herzteil bringen. Ja, tschüss, du aller Frosch. Die Maske von Don Gero hole ich mir natürlich, aber die Frösche mache ich nicht. Ah, ist das schön. Oh, Geld. Cash. Ich brauche Cash, weil da ich jetzt den Bogen habe, was ja auch irgendwie cool ist, kann ich ja gleich den ganzen Bogen komplett maximieren. An den zwei Schießbuben des Spiels. Oh, der große Key. Der sieht so cool aus mit dem Totenkopf-Design. An sich ja wie im Original, ne? Bloß jetzt halt detailreicher. So, tschüss, kleiner Frosch, dich werden wir nie wieder sehen. Bum, bum, di dum, di dum, bum. So. Und ich will jetzt, Abkürzung haben wir ja. Moment. Ups. Zip, zip. Jo, es ist an sich der Tempel bald durch. Könnt ihr mir vorstellen, hätte ich am Anfang nicht diese komische Maske noch geholt? Von dem komischen Kamaru. Hätte man die echt ja schon jetzt schaffen können. Was mach ich denn da? Mensch, da ist doch eine Leiter. Hier ist doch eine Leiter. Geh doch mal da hoch. Oh, sehr cool. So, natürlich kennen wir alles. Wir brauchen Teil nicht mehr fragen. Machen wir erstmal das Wasser wieder rein. Warum genau das jetzt dafür sorgt, dass das Wasser einfach wieder klar wurde, weiß ich bis heute nicht. Vielleicht wurde irgendwie ein Stöpsel gezogen oder so. So ein Stöpsel. So. Komm mal her. So, das ist Nummer 10. Leute, es fehlen bloß noch 5 Stück. Eine ist sogar noch hier in dem Raum. Ups. Die hole ich mir jetzt noch. Und die anderen 4 müssten tatsächlich im... Ich bin zu leicht. Müssten tatsächlich in der Vorkammer zum Boss sein. Ich finde es auch schön, dass die Karten anzeigen, wo die sind. Oder wo die waren, glaube ich. Wow. Wow. Alter, was willst du denn? Komm her. Yeah. So. So, zack. Tada. Vierte Fee Nummer 11. So, das hier haben sie auch angenehmer gemacht. Dass hier ein bisschen mehr Toleranz die Fackel angezündet werden kann. Oder auch nicht. Scheiße. Voll daneben geschossen. Oder nicht mal ins Feuer richtig rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ha! Volltreffer! So. Also ich hoffe wirklich, dass die letzten 4 jetzt irgendwie da noch in dem anderen Raum sind. Upsala. Schauen wir mal. Bums. Alter, der letzte Raum. So, okay, dann, oh Gott, oh Gott. Na, was so? So, einfach mal einen gekillt, weil die nur nerven. Die nerven nur. Und fliegen durch Wände durch. Alter. So, dann einmal da. Halt. Da haben wir eine Fee und hier habe ich gerade noch eine gesehen. So. Ich glaube sogar in einer Spinne war auch eine drin. Weiß ich aber auch nicht mehr. Obwohl, nee, dann würde ja bedeuten, dass man die sich ja nicht holen kann. So. Alles gekillt, was es geht. So, und jetzt muss man nochmal natürlich hier am Rand lang. Uah. Geil. So. Das sind jetzt natürlich leider nicht alle Feen. Ich glaube, die sind aber noch irgendwo anders. Die müssten aber alle hier gewesen sein. 3 Stück sind schon frei. Und irgendwo... Ah, hier unten ist die letzte. So. Zack. Jetzt lassen wir sie mal alle gleich zu uns kommen. Am anderen Ende der Seite. Oh Gott. Na, okay, sie kommt. Na. So, wartet mal. Ich kenne mich ja noch aus, ne, was man hier zu machen hat. Ich weiß das doch noch alles.
So. Fire is gone. So. Ups. Hoppala. Schade, dachte man, konnte nochmal irgendwie zwischenspeichern. Aber das geht dann wohl nicht. Ups. Flop. Ah, schnell wieder hoch. So. Boah, Alter, wie die Tür auch aussieht. Boah, stimmt, die Tür hat ja auch so ein geiles Remake bekommen, so ein Redesign. Dass es richtig schön so aussieht, wie halt von Majora's Mask erstellt. So, dann kommt mal alle her. Ihr lieben kleinen Freunde. Ah, jetzt guckt euch das an. Guckt euch das an, wie sie alle zu uns kommen. Vier Stück. Ja, ich will die Erste sein. Ja, ich bin die Erste. Boah, ist das schön. Ja, ich freue mich so. Yeah. Boah, alle verirrten Feen sind gerettet. Perfekt. Und damit ist der erste Dungeon komplett. Ich bedanke mich für euer Interesse. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, erst beim nächsten Mal, aber können wir uns dann halt den bösen Typen da widmen. So, alles klar. Dem Boss, der ja auch im Remake anders ist, ne? Also vielen Dank und bis zum nächsten Part von Majora's Mask 3D. Ciao!